Pale Ale von Tillmanns könnt ihr haben, jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich präsentiere euch heute ein Pale Ale. Nein. Es geht um das Pale Ale von Tillmanns und das ist nicht nur schön mit dem Tukan, ist es glaube ich, vorne drauf, sondern man hat dort auch offensichtlich das Konzept, regelmäßig neue Hopfensorten zu verwenden und vor allem Hopfensorten, die ich persönlich so als möglicherweise Single Hop noch nie gehört habe. Das ist Sud Nummer 3 und da ist Denali Hopfen verwendet worden. Hat mir erstmal Fragezeichen ins Gesicht gezaubert, dann habe ich geschaut, was war denn beim letzten Sud? Pecco. Auch ein Hopfen, den ich ehrlich gesagt noch nie bewusst wahrgenommen habe. Also man spielt bei diesem Pale Ale offensichtlich auch ein bisschen mit den Hopfensorten und den Aromaprofilen, die dann mit diesen Hopfensorten verbunden sind. 4,9 Volumenprozent Alkohol bringt dieses Bier auf die Waage, also für ein Pale Ale eher etwas leichter gehalten. 11,9 Grad Stammwürze und Weißbräu-Schwendel ist die Braustätte für dieses Bier, denn Tillmann braut ja nicht selber, sondern hat als Braustätten immer andere Brauereien. Künstlerin Elodie Martini, keine Ahnung, woher die Dame kommt. Ich hoffe, dass es überhaupt eine Dame ist. Aber auch immer schöne Etiketten bei Tillmanns, da ist ja auch Teil des Konzeptes, eben Künstler auf den Etiketten sich verwirklichen zu lassen. Hier oben drauf, schöne Bottle Cap mit dem P. Und dann würde ich sagen, machen wir die Flasche mal auf und gucken, was hier zum Vorschein kommt und was wir ins Glas hineinbringen und was Denali dann mit dem Bier so angestellt hat. In jedem Fall erstmal eine schöne, ja, kräftige Bernsteinfarbe. Nicht ganz so intensiver Schaum, allerdings kriegen wir den schön ans Glas gehängt. Halber Finger farbbreit, weiß bis eine ganz leichte Cremigkeit drin, aber das Bier total trüb. Schön gleichmäßige Naturtrübe. Oh. Schöne malzige Noten. Und das ist jetzt ein bisschen verblüffend. Bei Pale Ale, Grapefrucht, die man in der Nase hat, die verblüfft jetzt nicht so, aber es hat auch so ein bisschen so eine Traubennote. Weißweintrauben. So, in diesem Sinne. Cheers. Wow. Es hat eine sehr kräftige Fruchtigkeit. Grapefrucht geht jetzt so ein bisschen in so einem allgemeinen Fruchtcocktail unter. Sehr angenehme, leichte Süße. Aber auch der Hopfen hat eine schöne bittere, die er mit reinbringt. Es hat so ein bisschen was Orangenschaliges noch mit dabei und macht dieses Bier eigentlich auch sehr geeignet für jetzt für die Weihnachtszeit. Ist aber vom Körper her sehr schlank gehalten, auch die Kohlensäure jetzt nicht übertrieben aktiv. Also ein sehr, sehr gut trinkbares Bier, was Tillmann da mit dem Pale Ale gemacht hat. Und wie gesagt, auch der Alkohol mit 4,9 Volumenprozent, da hinten steht es drauf, der gibt ja auch schon mal so einen ersten Hinweis drauf, dass dieses Bier eben jetzt kein sperriger Truck ist, sondern dass man es da eben auch ein bisschen leichter angehen kann. Und auch dafür gibt es ja durchaus Anlässe und auch Liebhaber so wie mich. Diese Orangenschale, die verstärkt sich hinten im Nachtrunk noch ein bisschen. Also wenn man es ein bisschen liegen lässt im Mund, dann kommen diese orangenschaligen Geschichten ein bisschen intensiver rein. Es verliert sich allerdings die Bittere und es bleibt aber schön fruchtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so von diesen Pale Ales, die ich bisher getrunken habe, ist es jetzt vom Aromenprofil nicht ganz so außergewöhnlich. Vielleicht ein bisschen diese Traube in der Nase vorhin, aber was sehr angenehm ist, ist, dass diese Fruchtigkeit sehr lange bleibt. Es hat eben dieses Fruchtige, das zieht sich von Anfang bis Ende durch und verliert sich nicht hinten im Nachtrunk, wie das bei vielen Pale Ales der Fall ist. Und deshalb gibt es von ProbierTV für das Pale Ale von Tillmanns aus München gibt es 4 von 5 möglichen Punkten für das Tillmanns Pale Ale aus der bayerischen Landeshauptstadt. Wenn ihr andere Biere von Tillmanns kennt, die ich mal probieren sollte, sagt mir bitte Bescheid bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Ich freue mich über eure Kommentare
und schickt mir E-Mails, was immer ihr wollt. Sagt danke fürs Zuschauen, bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bierchen bei Probiert TV. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.